Mit einem Dolch von einem halben Meter im Rücken, da wird einer auch schlecht. Was sagen Sie? Alle Türen abschließen, nichts verändern, warten, bis Sie kommen. Ja, Sie, Moment, das muss ich mal aufschreiben. Oh, da brauche ich aber ein Licht. Büro, die ist jetzt bei mir. Und es ist Herr Marshall, unser Chef. Jesus, wenn ich das mein Freund hier sehe. So, bitte schön. So waren wir jetzt, gell? Ja, Sie amüsieren sich ja gut. Ich bin unten im Fall, dass Sie mich brauchen. Ja, wollen Sie mir nicht zuerst zeigen, wo die Leiche ist? Ja, da. Wo? Da, im Sessel. Gell, schreien Sie mir, wenn Sie mich brauchen. Moment einmal, ich sehe keine Leiche. Mein Gott, das ist doch weiß Gott groß genug. Da war sie. Also, da kann ich bloß hoffen, dass unser Inspektor einen Spaß versteht. Wir haben ihn aus dem warmen Nest rausgescheucht. Ja, aber wenn ich einer sag, da war sie. Ich hab sie mit meinen eigenen Augen gesehen. Wie ich die Leiche drüben im Buchhalterbüro gefunden hab, da bin ich gleich runter zu meinem Gatten, zum Freddy. Freddy, hab ich gesagt, im Buchhalterbüro liegt eine Leiche. Mein Freddy ist ja blitzschnell, wenn's drauf ankommt, gell? Er legt die Zeitung aus der Hand und sagt, ja gut, geh auf und ruft die Polizei an. Ein Mann der Tat. Ja, das ist er. Und? Wo ist jetzt die Leiche? Ja, da ist nimmer. Es wird dem Inspektor aber gar nicht gefallen, Frau Pfeiffer. Sie, was ist denn das für einer? Der Schrecken vom ganzen Bau. Jesus, Maran Josef. Er ist heute in der Früh heimgegangen und hat sie ins Bett gelegt, wegen seiner Grippe. Auf dem sechs, ich bin ich neugierig. Halt, wo wollen Sie denn hin? Ich bin nicht so neugierig wie Sie. Bleiben Sie da. Sie haben mir die Anzeige erstattet. Was? Und deswegen muss ich jetzt hier warten? Genau. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Bevor der Inspektor lacht, blühen am Nordpol die Pfingstrosen. Oder haben Sie vielleicht... Na, jedenfalls nicht so viel, dass ich gleich Leichen sehe. Was war jetzt das? Das ist er. Guten Abend, Herr Inspektor. Guten Abend. Herrschaft. Also die Hälfte meiner künftigen Pension hätte ich geopfert, wenn ich jetzt bloß im Bett bleiben hätte können. Also, da war... Jetzt zeigen Sie mir einmal, wo es weh tut. Sie meinen, wo die Leiche ist? Ja, sicher. Die haben wir noch nicht gefunden. Was meinen Sie? Sie ist verschwunden. Sie ist was? Weg. Das Einzige, was wir haben, ist die Dame, die uns angerufen hat. Frau Pfeiffer. Ja, das ist ja der Harry! Frau Pfeiffer, das ist Inspektor Haldimann. Ja, das sehe ich doch. Mei, wir waren ja Nachbarn in München, in Giersing. Mei, Bue, ja, lass die anschauen. Mei!
sag ja was, sag ja. Weißt du, wer ich die damals erwischt hab mit dem kleinen Everl? Hey, geil, die hast ja dann auch geheiratet. Ja. Oh, ich hab gleich zu ihr gesagt, mit dem bist du mal bestimmt nicht angeschmiert. Na, ja, kennst du mich nimmer. Lili Pfeife, geborene Breslhube. Er hat gesagt, du hättest keinen Humor und du warst der Schrecken vom ganzen Bau. Du, mir war schon ganz zwar allein. Und wer kommt rein? Ja, du! Na, was ist denn? Also, wenn sie irgendwas amüsiert unter mir, so viel Humor habe ich immer noch, gell, dass ich auch mitlachen kann. Mei, wie schön, wenn man sieht, dass die jungen Leute so weiterkommen, gell. Also, was ist mit dem Rapport unter mir? Ich warte drauf. Also, ja, also, du, wie ich dem Herrn die Leiche zeigen wollte, da war sie weg. Also, das wissen Sie ja schon. Dass es eine schwere Verfehlung ist, grundlos die Polizei zu holen. Ja, aber wenn ihr das sagt, da war sie. Ja, aber da ist sie jetzt nicht mehr. Aber sie war da. Ja, sagt's mal. Ja, glaubt mir denn kein Mensch. Was halten Sie davon, Untermeier? Man muss ihn neu formen lassen. Den Sessel meine ich natürlich. So. Wo schaut's her? Ein Blut? Ja, Männerhand, hä? Der Sessel. Jesus, ihr glaubt sie vielleicht, das ist von dem, hä? Um Gottes Willen. Und ich hätt's bald abgeschleckt. Ja, putai, sie wird mir schlecht. Kann ich Ihnen helfen? Nein, mir wird doch nie schlecht. Frau Pfeiffer, geben Sie mir doch einmal den Schlüssel zum Buchhalterbüro, wo die Leiche zuerst war. Da haben Sie doch zugesperrt, oder? Hab ich. Schön, geben Sie mir den Schlüssel. Hab ich nicht. Wo ist er? Der steckt. Untermeier, schauen Sie gleich einmal nach. Man kann ja nie wissen. Ja. Ja, die zweite Tür rechts. Gleich neben dem Klo, gell? Mei, also wie du reingekommen bist, da war ich direkt geschmissen. Da hab ich mir gedacht, ist es nicht. Ja, ersetzen Sie sich, Frau Pfeiffer. Ja, kennst du mich denn wirklich nimmer? Ja, noch dämmert mir nix. Okay. Als kleiner Bub bist du immer zu mir in Kich gekommen, auf einen Leberkass. Mei, warst du ein schönes Kind. Mit deinen blond geschnäckelten Lockerlin, gell? Die Zeiten haben sich geändert. Aber mein Leberkass nicht. Frau Pfeiffer, jetzt erzählst mir doch die Geschichte mal von Anfang an. Wie ich die damals erwischt hab, mit dem kleinen Everl? Nein! Sie haben eine Leiche gefunden. Ich möchte jetzt alle Einzelheiten hören. Ach so, mit meinen eigenen Worten? Ja, und mit möglichst wenigen. Ach ja, also, Herrgott, na, wie soll ich jetzt da anfangen? Ja, wasch schon. Ich bin den Gang entlang gegangen, die Treppe rauf. Kurz, Frau Pfeiffer, ich möchte mich wieder ins Bett. Wenn's mich unterbrichst, dann dauert's noch länger. Jetzt setzen Sie ja doch einmal hin. Also, Sie sind als Putzfrau, als Raumpflegerin bei Herrn Marschall angestellt, ja? Weiter? Ja, weiter. Entschuldige, jetzt habe ich geglaubt, du verzeihst mir alles. Weiter. Also, ich war bis heute wenigstens bei Herrn Richard Marschall angestellt. Mein Gatte, der Freddy, auch als Hausmeister. Du, kannst du dir meinen Freddy noch erinnern? Weil du, der wird schauen, wenn er hört, dass ich dich getroffen habe. Weiter. Momentan ist er krank, gell? Weißt, der Marschall hat ihn vorige Woche entlassen. Warum denn? Ja, ich hab gesagt, der Freddy eignet sich nicht als Hausmeister, weil er hat ein bisschen ein, naja, ein Hobby. Ja, was denn für ein Hobby? Ja, er trinkt ein bisschen. Aha. Und er wurde von dem Ermordeten rausgeschmissen? Vor der Ermordung. Okay. Ja, weißt, der Marschall hat die Angewohnheit, seine Angestellten am laufenden Band zu entlassen. Aha. Du, da wirst du viele finden, die froh sind, dass er gar nicht mehr lebt. Ja, und Sie persönlich? Schon, aber so hätte er auch nicht sterben brauchen. Keine Spur von einer Leiche. Gewaltsames Eindringen? Auch nicht. Frau Pfeiffer, wer hat denn eigentlich den Schweizschlüssel zum Buchhalterbüro? Ja, der Chef da in seinem Schreibtisch. Schön, sagen Sie mal. Niemand hat den Schlüssel
vom Chef seinen Schreibtisch niemand. Ich wette, Sie haben ihn. Hä? Ich? Ja. Muss ich mal nachschauen, gell? Vielleicht passt einer von meinem Schlüsselbund. Ja, gehen Sie weiter, sperren Sie mir auf jetzt doch. Oh, du bist ein richtiger General geworden, gell? So. Ganz hinten links. Ich sehe nichts. Und der Meier? Ich auch nicht. Und ich auch nicht. Ja, dann sperr's wieder zu. Kommandierst du immer so umeinander, hä? Du, ich hab mir sagen lassen, bei deiner Hochzeit hat's auch schon sehr pressiert. Du wirst bestimmt eine große Familie haben, gell? Von wegen Schlaf, Kindlein, Schlaf. Frau Pfeiffer! Dein Vater ist ein... Untermeier, warten Sie draußen. Untermeier? Ja? Was auf der Toilette? Ja, war ich schon heute früh. Nein, um nachzuschauen, ob Sie was finden, natürlich. Ach so, sofort. Ha, sofort, jawohl, geht du der zackig. Ja, ja. Wo bin ich jetzt gleich wieder stehen geblieben? Bei der Leiche natürlich. Du, wie weit bin jetzt ich gekommen? Noch nicht sehr weit. Genauso weit wie du damals mit dem kleinen Everl, gell? Frau Pfeiffer, jetzt sitzen Sie einer Bitchin wieder hinten. Ich habe jetzt eine gute Idee. Da werden wir uns viel Zeit sparen. Ich frage Sie jetzt was und Sie antworten nur mit Ja oder Nein. Hm? Ja. Gut. Also, wer ist sonst noch hier angestellt? Ja. Also gut. Mit ihren eigenen Worten. Ja, da haben wir euch einmal das strahlende Blümchen. Das ist die Sekretärin vom Herrn Marschall. Du, die ist ja ganz verrückt nach ihm. Ja, woher wissen Sie denn das? Ich weiß alles, was in diesem Haus passiert. Ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Papierkörbe sind meine Spezialität. Ja, du, die Blümchen, pass auf, die Blümchen sagt, sie ist 45. Ja. Ich weiß ganz genau, dass sie schon über 50 ist. Ja. Und dann haben wir noch den Buchhalter, der hat sein Büro da drüben. Und daneben, da sitzt die Victoria Reinhardt. Unsere kleine Ficky, die Tippmamsel, die wird im August 20. War die auch in den Marschall verliebt? Nein, die schwärmt doch für den Westerwald. Westerwald? Ja, das ist der Prokurist von unserem Chef. Du, das ist ein toller Mann. Der schaut aus wie der Magnum. Was macht der? Der ist Privatdetektiv. Bei Herrn Marschall? Nein, auf Hawaii. Ach so, ja. Ja, und in wen ist der verliebt? Der Magnum. Nein, der Westerwald. In mich? Na. Ich mache bloß einen Spaß, gell? Ich war meinem Freddy immer treu. War Herr Marschall verheiratet? Ja, und wie? Susanne heißt's ja. Eine totschicke Frau, sag ich dir. Ist das die Susanne Marschall? Ja, freilich, das ist. Und das ist der Herr Marschall? Das ist der Herr Marschall. Na, den, glaube ich, habe ich schon mal wo gesehen. Ja, dann sind wir ja schon Fünfe. Wieso Fünfe? Verdächtige. Also, ich hab ihn für nicht umgebracht, gell? Ja, wollen Sie vielleicht damit sagen, dass ich's war? Jeder, der unseren Chef kennt, ist verdächtig. Du nicht ausgeschlossen. Ja, ja. Und der Meier? Du, ich hab einmal in Sat 1 einen Krimi gesehen. Mhm. Da war der Inspektor, der Mörder. Blutrausch hat er geheißen. Ja. Sie haben mich gerufen? Hab's was gefunden? Gar nichts. Das ist wenig. Wie spät haben wir's denn jetzt? 5:12 Uhr. Ja. Frau Pfeiffer? Ja? Warum haben denn Sie eigentlich so spät im Haus noch die Runde gemacht? Mei, ich hab dir doch gesagt, dass mein Freddy entlassen ist und da bin ich für ihn eingesprungen. Ja, wir rufen jetzt einmal beim Herrn Marschall daheim an, ja? Ja. Sie wissen nicht zufällig die Nummer, Frau Pfeiffer? Freilich, 71 43 58. Naja, der schlaft bestimmt schon fest. Hoffentlich liegt er auf dem Bauch. Wieso? Wäre doch sehr unangenehm. Was? Mit einem Dolch im Rücken. Frau Marschall? Ja, entschuldigen Sie bitte die Störung. Kriminalpolizei. Inspektor Haldemann möchte Sie sprechen. Ja. Herr Haldemann, guten Abend, Frau Marschall. Entschuldigen Sie die Störung. Könnte ich bitte Ihren Mann sprechen? Ach, der ist nicht daheim. Was hab ich da gesagt? Was hab ich da gesagt? Was ist denn? Ja, dann entschuldigen Sie, Frau Marschall. Ja, was? Ach so. Ja, vielen Dank, Frau Marschall. Ja, vielen Dank und... Gute Nacht. Gute Nacht. Sie sagt, der kommt auf die ganze Nacht nicht heim.
Na ja, vielleicht sollte man doch eine Routineuntersuchung starten lassen. Und der Meier, geben Sie mal ins Präsidium. Ja. Frau Pfeiffer? Ja? Wann kommt eigentlich in der Früh das Personal? Ja, so um eine. Du, die Ficke als Letzte, immer als Letzte. Fräulein Blümchen als Erste. Und immer mit Blumen für den Schreibtisch vom Chef. Du, die wird die Einzige sein, die ihn vermisst. Ja, Untermeier, Inspektor Haldemann möchte sprechen. Ja. Herr Haldemann. Ja, Herr Zukal. Möglicherweise ein Mord in der Münchner Straße bei Marschall und Co. Ja, aber halt dir fest, die Leiche ist verschwunden. Ja, ich konnte da nichts dafür. Nein, nein. Ja, doch, eine Zeugin haben wir. Ja, ja. Ja, ich weiß bloß nicht recht, ob die sehr zuverlässig ist. Das ist eine Gemeinheit. Nein, vorbestraft ist sie noch nicht. Herr Zuckerl, ich brauche Leute von der Spurensicherung. Ja, wir haben da einen Sessel mit Blutspuren. Ja. Du, und lass nach Richard Marschall fahnden. Ein Foto von ihm haben wir, ja. Ja. Ja, er soll der Ermordete sein, ja. Ende. Jetzt gehen wir wieder warten, Gesundheit. Bis die Spurensicherung kommt. Mit der Meier, schauen Sie mal runter. In das Haus da unten ist doch ein Lokal. Vielleicht kriegen Sie noch einen Grog für mich. Das ist gut. Oh, der darf mir jetzt gut, gell? Na, Harry, weißt du, was dir gut tat? Das wäre ein heißes Bad. Und dann einen warmen Brustwickel aus Schweinefett. Nein, 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 nein. Doch, doch, du, ein Bad haben wir herum. Ja, ich lass dir gleich Wasser reinlassen. Nein, ey. Frau Pfeiffer. Ja, und den Brustwickel hol ich von mir drunten. Du, zieh dich gleich aus. Nein, Frau Pfeiffer. Ich schau mir jetzt einmal die anderen Büros an. Und Frau Pfeiffer, wenn Sie in der Zwischenzeit einer Leiche begegnen sollten, dann lassen Sie mir's wissen, gell? Du mit, du ja nicht der Blecker, gell? Du wirst schon sein, dass ich die Wahrheit gesagt hab. Und nichts als die reine Wahrheit, Herr Inspektor! Ins Bett, denn mit einem Grimme schläft sich besonders nett im Bett. Bumm. Ja, Harry, guten Morgen. Guten Morgen. Du sag mal, geht's dir noch nicht besser? Nein, es geht mir noch nicht besser. Mein Gott, um zwei ins Bett, um sieben wieder raus, das ist... Frau Pfeiffer, ja? Einen Punkt muss ich mit Ihnen jetzt abklären, nur damit Sie Bescheid wissen, gell? Wenn ich jetzt anfange, dem Personal Fragen zu stellen, dann will ich hören, was die und nicht, was Sie zum Sagen haben. Ist das klar, Frau Pfeiffer? Ist klar, Harry. Sie und noch was. Hm? Sag's doch nicht immer Harry zu mir. Ja, ich hab doch früher immer so zu dir gesagt. Ja, früher, aber jetzt doch bitte schon nicht mehr. Ja, wie soll ich dann sagen? Euer Hochwohlgeboren. Okay, wenn wir allein sind, Kinder, sagen Sie mir, was Sie wollen, aber vor anderen Leuten, dann nennen Sie mich bitte Inspektor Haldimann. Ist das klar, Frau Pfeiffer? Ich werd's probieren. Danke, Frau Pfeiffer. Nein, Harry, das geht nicht. Schau, wenn andere Leute da sind, dann kannst du mich nennen, wie du magst. Aber wenn wir allein sind, dann heiß ich Lilly. Nein, nein, nein. Lilly. Nein. Tante Lilly. Ja, also gut, Tante Lilly. Hä? Hey, Bu, jetzt geht's mir schon besser. Ja. Herr Haldemann, ja? Frau Marschall wäre da. Ja, bitte. Guten Morgen, Frau Marschall, ich bin Inspektor Haldemann. Ihr Assistent hat gesagt, dass mein Mann ermordet worden ist. Ja, es besteht die Möglichkeit. Er sagt, Sie hätten ihn gesehen, Frau Pfeiffer. Ja, so ist es. Mein Gott, wenn das so wäre, das wäre ja schrecklich. Ja, schrecklich. Aber bitte, Frau Marschall, nehmen Sie doch Platz, gell. Schauen Sie, wir müssen Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, ja? Wir machen es aber ganz behutsam, um der Sache auf den Grund zu kommen. Wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Ich stelle hier die Fragen, Frau Pfeiffer. Ja, Frau Marschall, wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Das habe ich doch gerade gefragt. Gestern früh, als er ins Büro gegangen ist. Er hat dann noch einmal kurz angerufen und hat gesagt, dass er zum Abendessen nicht heimkommt. War das normal für Sie? Ja, es war nichts Ungewöhnliches. Frau Marschall,
Hatte Ihr Mann irgendwelche Feinde? Ja, er war nicht sehr nett zu seinen Leuten. Das kann man ungestraft sagen. Frau Marschall, haben Sie denn irgendeinen Verdacht? Ich wüsste niemand. Ja, ich möchte gerne das Personal hier drin vernehmen, eine nach dem anderen. Wenn Sie in der Zwischenzeit vielleicht nebenan warten wollen, ich hole Sie dann, wenn ich Sie brauche. Wird's lange dauern? Es kommt darauf an, wie ich vorankomme. Dann werde ich in der Zwischenzeit telefonieren. Aber selbstverständlich. Danke. Untermeier, ja? Fräulein Blümchen, bitte. Ja. Fräulein Blümchen, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie der Inspektor? Ja, ich bin Inspektor Haldimann. Mein Gott, ist das nicht entsetzlich? Ja, entsetzlich, ja. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ja. Sie sind Herr Marschalls Privatsekretärin? Ja, immer schon. Seit dem Großvater. Aha. 45. Ja, und haben Sie gerne für ihn gearbeitet? Ja, das kann man wohl sagen. Er war ein wunderbarer Mann. Er hat sich so bemüht, in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten. Ich kann immer noch nie glauben, dass er... Ja, aber nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, und da gibt's auch gar keinen Zweifel. Ja, nach Frau Pfeifers Aussagen nicht. Fräulein Blümchen, wann haben Sie denn Ihren Chef zuletzt gesehen? Ja, gestern am Abend, so gegen 7:30. Na, ich bin noch länger im Büro geblieben, weil wir einen Anruf aus New York erwartet haben. Aber der kam nicht. Und dann hat mich Herr Marschall heimgeschickt. Dann war er also noch da, bis Sie weggegangen sind? Ja. Fräulein Blümchen, kennen Sie jemanden, der Ihrem Chef, sagen wir mal, feindlich gesinnt war? Viele Leute. Alle, die auf seine Persönlichkeit eifersüchtig waren. Er verlangte von allen ihr Bestes. Was wollen Sie denn damit sagen? Oh, nix, gar nix. Doch. Sie müssen uns alles sagen, was irgendwie zur Aufklärung beiträgt, ne? Dann würde ich doch mal vorschlagen, Sie sprechen zuerst einmal mit seiner Frau. Schon passiert. Ja, dann wissen Sie vielleicht auch schon, dass es da einen anderen Mann gegeben hat. Sie hat Herrn Marschall nicht geliebt. Ja, woher wissen Sie denn das? Ich habe Herrn Marschall sehr gut gekannt. Aber nicht so gut, wie Sie wollten. Also so eine Gemeinheit. Was? Stopp, meine Damen. Fräulein Blümchen, hat Herr Marschall seine Frau geliebt? Ja, leider. Leider war er ganz verzweifelt ihretwegen. Aha, und kennen Sie Ihren Liebhaber? Jawohl. Ja, und? Wer ist es denn? Ja, spannen Sie uns doch nicht so lange auf Folter. Ich möchte es nicht beschwören. Soll ich es trotzdem sagen? Ja, freilich. Es ist Herr Westerwald. Ha, gar nie. Ja, glauben Sie denn, dass Herr Westerwald aus diesem Grunde seinen Chef gehasst hat? Das haben jetzt Sie gesagt, Herr Inspektor. Bis Gott, ich bin Robert Westerwald. Ja. Oh, und das ist mein Freund, Harry Haldimann. Ja, das ist ein ziemlicher Schock für uns alle, nicht? Ja, nicht für alle, Herr Westerwald. Einer muss ja was gewusst haben davon. Doch keiner von uns, nehme ich an. Herr Westerwald, wie lange sind Sie denn in der Firma schon angestellt? 2 sehr lange Jahre. Und haben Sie Ihren Chef mögen? Mögen? Hat ihn irgendjemand mögen? Bitte beantworten Sie nur meine Fragen, ja? Nein, ich habe nicht mögen, aber hätte ich ihn deshalb umbringen sollen? Er hat mich sehr gut bezahlt. Und wann haben Sie Ihren Chef zuletzt gesehen? Gestern Abend, als ich heimgegangen bin, das war so gegen 7. Nein, das ist ein Irrtum. Das war nicht 7. Ja, es muss so gegen 7:30 gewesen sein. 8:20. Stimmt, genau. Sind Sie mit dieser Aussage einverstanden, Frau Pfeiffer? Jetzt schon. Ja, dann haben Sie also noch gesehen, wie Sie weggegangen sind. Also, der war noch da. Im Büro hat noch Licht gebrannt. Ja, haben Sie noch gesehen? Nein. Der Chef musste im Büro bleiben, denn er hatte um 20.15 Uhr eine geschäftliche Verabredung. Und zwar eine sehr wichtige. Mit wem? Ja, mit einem Geschäftsfreund. Ja, und wer ist es? Ja, keine Ahnung. Ich auch nicht. Na? Herr Westerwald, kennen Sie Frau Marschall näher? Wie? Ich verstehe. Sie haben geplaudert. Ja, das habe ich. Frau Blümchen glaubt, dass ich eine Affäre habe mit seiner Frau. Das ist nicht wahr. Leider. Natürlich ist es wahr. Mein Chef hat mir's ja selber gesagt. Ich glaube, ich sollte mich Herrn Westerwalds Aussage anschließen. Nur weil ich in die Frau meines Chefs verliebt bin, habe ich den auch ermordet. So schaut's doch aus, oder? Man hat Sie bis jetzt in keinster Weise verdächtigt, Herr Westerwald. Noch nicht! Ich kann das erklären, Herr Inspektor. Mein Mann hat angenommen, dass die Geschichte mit mir und Herrn Westerwald stimmt. Naja, es hat ihm nicht gefallen, dass wir uns sympathisch sind.
Und mehr war da nicht? Ich mag Herrn Westerwald sehr gern. Er ist ein guter Mitarbeiter meines Mannes. Aber Ihr Mann hat geglaubt, dass da mehr dahinter steckt. Ja, er hat mir selber gesagt. Grundlos? Er hat glaubt, dass er einen Grund hätte. Er hat sogar einen Detektiv engagiert. Bravo, bravo, Frau Marschall, dass Sie so ehrlich sind und dass er selber sagen. Bleibt mir wenigstens erspart. Ja, wollen Sie vielleicht damit sagen, Sie haben was gewusst davon? Rein zufällig habe ich es entdeckt in seinem Notizblock. Detektivbüro, das wachsame Auge. Dieses Detektivbüro hat meinen Mann unterrichtet, dass ich in Herrn Westerwalds Wohnung war. Und das stimmt nicht? Doch, das stimmt. Aha. Aber ich war nicht dort, um Herrn Westerwald zu treffen. Sondern einen Dritten. So ist es. Ja, Frau Marschall, wollen Sie damit sagen, dass Sie einen Angestellten Ihres Mannes dazu gebracht haben, Ihnen seine Wohnung für ein Rendezvous mit einem anderen Mann zur Verfügung zu stellen? Klingt furchtbar, ne? Na, mich interessiert nicht die Moral. Mich interessiert die Tatsache. Wie ist denn Ihr Kommentar dazu, Herr Westerwald? Das ist genau so, wie Frau Marschall es sagt. Und haben Sie Ihren Chef den wahren Sachverhalt erklärt? Natürlich nicht. Ich habe ihm gesagt, ich hätte seiner Frau in meiner Wohnung ein paar alte Stiche gezeigt. Stiche, Stiche! Kupferstiche! Was blöd, das ist Ihnen da nicht eingefallen, gell? Herr Westerwald, kennen Sie den Liebhaber von Frau Marschall? Sie werden lachen. Ich habe ihn nie persönlich gesehen. Freilich! Der Herr Westerwald ist immer vorher gegangen, bevor der Liebhaber gekommen ist. Wie es sich für einen richtigen Gentleman gehört. Herr Inspektor, Frau Marschall hat einen Zweitschlüssel. Fräulein Reinhardt wäre jetzt da. Ja, bitte. Oh, unsere kleine Finki. Frau Pfeiffer. Fräulein Reinhardt, Sie wissen, warum dass wir da sind? Ja, und das überrascht mich gar nicht. Was überrascht Sie nicht? Dass ihn einer umgebracht hat. Ich hab's ja gleich gesagt. Erinnern Sie sich nicht? Ja, ja, freilich, freilich. Ich hab ihn gewarnt. Wenn's nicht aufhören mit Ihrer Tapperei an meinem Korpus, dann passiert noch einmal was. Ach, entschuldigen Sie, Frau Marschall. Ich hab nicht gewusst, dass Sie da sind. Sie lügt! Lüge ich vielleicht? Nein, 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 ich hab's ja selber gesehen. Ja, und Sie hat's auch gesehen? Ja, ein einziges Mal. Und da war wirklich nichts Zweideutiges dabei. Stimmt, das war schon recht eindeutig. Er war gerade dabei, wieder an mir herumzutatschen. Da reißt sie auf einmal den Brieföffner in die Höhe und steht da wie der Racheengel persönlich. Also, ihr Kind, das heißt doch nicht, dass du mal so passiert. Also, wirklich, Herr Inspektor, ich muss mich gegen diese wahnwitzigen Beschuldigungen ausdrücklich verwahren. Ja, wenn ich jetzt auch einmal wieder was sagen dürfte. Bitte? Also, meiner Meinung nach befindet sich der Mörder jetzt hier in diesem Büro. Das ist ein Schaden. Ruhe! Bitte Ruhe! Sofort die Ruhe! Und nehmen Sie bitte Platz jetzt! Bitte Platz! Und keine Unterbrechung mehr jetzt! Ich hab gar nichts gesagt! Immer ich! Also, jemand hat Herrn Marschall mit einem Dolch getötet. Waren Sie das, Fräulein Blümchen? Ich? Wieso denn ich? Ja, Sie liebten Ihren Chef. Und wie heißt das Sprichwort über eifersüchtige Frauen? Da werden Weiber zu Hyänen. Oder Sie, Frau Pfeiffer. Außer sich über die Entlassung Ihres Mannes. Na geh. Und wenn, dann hätte ihn höchstens erschossen. Oder Sie, Frau Marschall. Na, Sie lieben einen anderen Mann. Haben Sie Richard Marschall aus dem Weg geräumt, damit Sie freie Bahn haben für Ihre wahre Liebe? Das ist ja lächerlich. Oder Sie, Herr Westerwald. Ja, ich neige jetzt immer mehr zu der Auffassung, dass Sie doch dieser geheimnisvolle Liebhaber von Frau Marschall sind. Ich Marschall ermordet? So ein Blödsinn. Was ist denn da los? Was haben Sie denn alle in meinem Büro zu suchen? Unser Chef, Herr Marschall. Oh Gott, er lebt. Ja. Die Sonne ist bereits zweimal hinter den Bergen verschwunden
Und Lilli Pfeifers Leiche ward immer noch nicht gefunden. Ja. Was kümmert's den Mond, wenn ihn der Hund anbellt? Aber Frau Pfeifer, jeder kann sich doch mal irren. Nein, nein, ich irre mich nicht. Aber leider haben Sie nicht beweisen können, dass Herr Marschall tot ist. Frau Pfeifer, jetzt nehmen Sie es doch nicht so tragisch. Keine Angst, ich fange mich schon wieder. Wir mögen Sie wie eh und je. Egal, was der Inspektor dazu sagt. Ja, natürlich. Lassen Sie einer helfen, lassen Sie einer helfen. Sie, Herr Westerwald. Hm? Danke, danke. Auf dem Sessel, da war doch ein Blut. Mhm. Kann man da jetzt feststellen, was das für ein Blut war? Ja, ich glaube schon, ja. Ach so, die Experten können feststellen, wem das Blut gehört. Nein, nein, die wüssten dann höchstens, was ihr für eine Blutgruppe haben müsst. Wissen Sie, die eine Blutgruppe ist häufiger, die andere, die kommt halt weniger oft vor. Mei, das reinste Wunder der Natur. Ja, ja. Wir leben in einer wunderbaren Welt, Frau Pfeifer. Gute Nacht. Gute Nacht, Vicky. Gute Nacht, Herr Westerwald. Gute Nacht, Herr Westerwald. Gute Nacht, Lilli. Ha, ist der nicht fantastisch? Also, ich weiß nicht, ich habe mal Blut gespendet und da habe ich einen Zettel gekriegt und eine Tasse Tee. Jetzt möchte ich wissen, was ich damit gemacht habe. Getrunken, nehme ich an. Nein, mit diesem Blutgruppenzettel. Ja, was wollen Sie mit dem? Mensch, ich muss jetzt gehen. Ich hab gemeint, wir kriegen wenigstens heute. Nein, 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 Sie müssen den AZ lesen. Erzählen Sie mal morgen weiter, sonst verpasse ich meinen Bus. Nein, es ist wichtig. Nein, aber ich muss jetzt gehen. Oh. Na, Fräulein Reinhardt, wo wollen Sie denn hin? Es ist nach 6, Chef. Ach so, ist die Blümchen schon weg? Ja, die ist schon weg. Mhm. Na gut, dann sind Sie so freundlich, die Post muss heute noch weg. Ich habe heute schon 10 Briefe geschrieben. Ja, die nehmen Sie dann auch gleich mit. Bitte. Dann muss ich wohl. Allerdings. 10 Briefe. Arbeiten nicht gern die jungen Leute. Ja, da haben Sie recht, Chef. Also ich muss schon sagen, Frau Pfeifer, es passt mir gar nicht, dass gestern hier so viel schmutzige Wäsche gewaschen worden ist. Na, das passt mir auch nicht, na. Herr Chef? Ja? Die wollten doch den Sessel zurückbringen, gell? Und jetzt ist schon nach 6 und der ist noch nicht da. Was für einen Sessel? Der mit dem Blut. Na ja, den werden sie schon noch bringen. Chef? Ja? Ich habe in einem Sessel im Buchhalterbüro diese Schlüssel gefunden. Wem meinen Sie, wenn der kehrt? Im Buchhalterbüro. Darf ich mal sehen? Kein Name, nur 3 Buchstaben. IPU. IPU? Also ich kenne niemand mit diesen Initialen. Frau Pfeifer, Sie glauben doch nicht immer noch, dass ich tot bin, oder? Ja, gestern waren Sie tot. Also, das finden Sie doch selber ziemlich dumm, was? Ja, ja, zum Haar ausreißen. Einfach unmöglich. Na sehen Sie, Sie haben sich eben geirrt. Aber ich werde den Irrtum aufklären. So, dann wünsche ich viel Glück. Ja, ich muss jetzt dringend weg. Ja. Ach, Frau Pfeifer? Ja? Ja, Chef? Ja? Gib's doch mir die Schlüssel. Ich zeig's dann morgen den anderen Angestellten. Habe ich alles schon gezeigt, heute? Ach so, ja. Ja, oder vielleicht sind es doch meine Schlüssel. Mit IPU? Ja, haben Sie recht, das kann nicht sein. Ja. Gute Nacht, Frau Pfeifer. Gute Nacht. Ach, Frau Pfeifer? Ja, ja. Was machen Sie denn jetzt mit den Schlüsseln? Ja, ich werde es wahrscheinlich der Polizei geben. Oh, das würde ich aber nicht tun. Wieso? Ich kann mir genau vorstellen, was der Inspektor sagen wird. Schlüsselbund, sonst nix. Ja, das wird er bestimmt schon. Na sehen Sie. Gute Nacht, Frau Pfeifer. Ja. Ja, aber das ist ja alles noch nicht alles. Wieso? Haben Sie noch was entdeckt? Ja, schauen Sie her. Diesen Westenknopf. Schauen Sie her. Der schaut aus wie eine Muschel, innen mit lauter schillernden Farben. So was Tolles habe ich noch nie gesehen. Wo haben Sie denn den gefunden? Da,
wo der Sessel gestanden ist. Und das wollen Sie dem Inspektor erzählen? Ja, freilich. Vielleicht überlegen wir es noch, gell? Er wird mir zwar wieder auslachen. Ja, und wie? Ich finde das sehr vernünftig, Frau Pfeiffer. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber vielleicht tue ich's doch. Passen Sie auf, Frau Pfeiffer. Ich kenne den Inspektor ja auch. Geben Sie mir das Zeug. Ich gehe vorbei und zeig's ihm. Ich behalte das Zeug und zeig's ihm selber. Gute Nacht, Chef. Sonst gearbeitet. Sowas Blöds. Also, Servus. Nein. Halt. Vicky, Sie müssen mir einen Gefallen da. Na, ich hab's eilig. Ich bin mit meiner Freundin verabredet. Der Herr Freund, der kann warten, gell. Schauen Sie, Sie müssen mir einen Brief schreiben. Machen Sie mir heute die Freude. So, das haben wir gleich. Ziehen Sie ihn aus, setzen Sie ihn hin. Also, los. An wen? An Herrn Inspektor Harry Haldemann. Nein, nein, also mit der Polizei will ich nichts zu tun haben. Bleib sitzen, alles auf meine Verantwortung. Also, lieber Harry. Lieber Harry? Ja, lieber Harry. Vielleicht interessiert es dich zu wissen, dass ich zwei neue Verdachtsmomente habe. Ach, was denn für welche? Ha, da werden Spitzen. Einen Schlüsselbund mit den Buchstaben IPU. Und einen Westenknopf, der ausschaut wie eine Muschel. Weil warum rufen Sie denn den Inspektor nicht einfach daheim an? Der liegt doch im Bett. Und Sie haben doch todsicher seine Privatnummer. Hey, woher soll ich die wissen? Sie haben die doch ganz bestimmt. Na also, 51 63 48. Sie, und dann fragen Sie ihn gleich, ob er die heutige AZ schon gelesen hat. Das fragen Sie ihn. Na, Sie. Hallo, Inspektor Haldemann? Einen Moment bitte. Eine alte Freundin möchte Sie sprechen. Legen Sie mir's rüber. Ja, grüß dich. Du alter Krankmacher, du, ha? Du, hast du die heutige AZ schon gelesen? Warum? Ja, weil man in den Innauen eine männliche Leiche gefunden hat, wo die Beschreibung genau auf unseren Chef passt. Du, und ich möchte jetzt haben, gell, dass du feststellst, ob an dem seiner Weste ein Knopf fehlt. Du, und wenn einer fehlt, den hab ich da. Ja, und dann lass noch feststellen, ob er die gleiche Blutgruppe hat wie unser Stuhl. und sollte die Leiche einen Schlüsselbund vermissen, den kannst du auch bei mir holen. Ende. Das sitzt. Wenn der wieder umsonst aus den Federn fällt. Oh, Frau Pfeiffer, ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken. Fick, ich weiß doch, was ich gesehen hab. Ja, jedenfalls, ich gehe, bevor Ihr lieber Harry eintritt. Nein, Ficki, ich glaube, Sie sollten mich nicht allein lassen. Ja, wieso nicht? Vielleicht ist mein Leben in Gefahr. Vielleicht weiß ich zu viel. Und der Mörder hat Angst. Ich singe. Aber Frau Pfeiffer, Sie haben ja wirklich Angst. Wissen Sie denn genau, dass Sie gestern nicht blau waren? Okay, Schmarrn, das überlasse ich alles meinem Freddy. Es hat geklopft. Ich hab's gehört. Schauen Sie nach, wer da ist. Na, schauen Sie doch selber nach. Nein, ich bin jetzt schon neugierig. Geht es. Ja, dann opfere ich mich halt. Grüß Gott. Oh. Ich bringe den Sessel zurück. Hallo. No. Wie geht's Ihnen denn, Frau Pfeiffer? Stellen Sie sich vor, der Inspektor ist auf dem Weg zu uns. Frau Pfeiffer hat ihn schon wieder alarmiert.
Ja, glauben Sie denn, dass der Herr Marschall wirklich tot ist diesmal? Meine Informationen sind nur für die Ohren des Herrn Inspektors bestimmt und nicht für seine Angestellten. Sie können gehen. Ich glaube, ich bleib da und schau mir die Gaudi an. Ha, was ist? Haben die Experten den Stuhl untersucht? Ach, den Stuhl, den habe ich jetzt ganz vergessen. Heute bleibst du da. Was haben die Experten festgestellt? Also ich glaube nicht, dass sie sich besonders bemüht haben. Nachdem sie gehört haben, wie munter Herr Marschall heute früh war. Das ist eine Gemeinheit. Entschuldigung. Ja? Passen Sie auf. Kann ein Mensch an einem Ort getötet und seine Leiche trotzdem an einem anderen Ort gefunden werden? Ja, wenn man ihn umeinander schleppt, freilich. Aha. Also mit anderen Worten, ich kann hier die Leiche gefunden haben und die Polizei drüben in den Innenraum. Möglich ist alles. Aha. Ja, ja, ja. Ich habe ja die halbe Nacht mit meinem Freddy diskutiert. Und mein Freddy hat gesagt, die Schlüssel wären ja ganz wichtig. Was denn für Schlüssel? Draht euch einmal um. Was? Umdrehen. Avanti. So, diese Schlüssel habe ich in einem Sessel im Buchhalterbüro gefunden. Jetzt sagen Sie mir, wem der gehört. Mir. Ha? Und ich versichere Ihnen, dass ich niemanden umgebracht habe. Ja, die müssen mir aus der Tasche gefallen sein, wie ich das Büro durchsucht habe. Schauen Sie, meine Initialen sind drauf. IPU. Ignaz, Peter Untermeier. Ja, wie ist denn das gewiss? Ja, von Geburt an. Jesus, war dieser Beweis? Nein, ich hab noch meinen Knopf. Darf ich mal sehen? Nein, sonst sagen Sie, der gehört in Arano. Dann hab ich gar nichts mehr für meinen Herrn Inspektor. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Wiedersehen, Frau Pfeiffer. Wiedersehen. Soll ich Sie im Lift mit runternehmen? Ja, gern. Meine Güte, ich muss ja noch die neuen Goldfische von Herrn Westerwald füttern. Goldfische? Ja, Goldfische. Wollen Sie das anschauen? Aber gern doch. Kommen Sie. Fische. Fischerl da drin, gib Gott Acht. Sonst wärst halt noch fressen. Auf Nacht. Ja, was ist denn jetzt los? Jetzt haben wir einen Kurzschluss. Ja, schneid jetzt doch mal! Ich sehe ja schon. Frau Pfeiffer, setzen Sie sich erst einmal hin. Ja. Was war denn los? Es ist einer reingekommen und hat mich auf den Boden geschmissen. Ja, aber warum denn? Warum? Was weiß denn ich? Vor 30 Jahren hätte ich noch gewusst, warum. Frau Pfeiffer, sind Sie wirklich überfallen worden? Ich habe überhaupt nichts gefunden. Ja, Herrgott, glauben Sie mir, ich habe mir das alles so zusammenfantasiert, ha? Na, aber spaßig ist das Ganze schon. Dreht euch einmal um. Hm? Schon wieder? Umdrehen! Der hat mir den Knopf gestohlen. Aber das ist doch nicht möglich. Mei. Jetzt habe ich gar nichts mehr für meinen Harry Haldemann. Und was wollen Sie mir jetzt sagen, warum Sie ihn aus dem Bett gesprengt haben? Da ist guter Rat teuer. Jetzt muss ich aber endgültig gehen. Ficki, wer hat gewusst, dass ich Taschen in meinem Unterrock habe? Woher sollen wir das wissen? Frau Pfeiffer, Ihre Taschen sind doch ein offenes Geheimnis. Darüber freut sich doch das ganze Haus. Der Marschall muss gesehen haben, wie ich die Sachen versteckt habe. Ach, und Sie glauben jetzt, dass der Marschall Sie überfallen hat? Haben Sie vielleicht eine andere Erklärung? Ich nicht, aber der Inspektor vielleicht.
Jösses, wenn ich an den denk. Das ist er schon. Guten Abend, Herr Haldemann. Guten Abend. Also, jetzt wollen wir einmal sehen. Ich hoffe für Sie, Frau Pfeiffer, dass es sich um was Bedeutendes handelt. Also, ich gehe dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen. Frau Pfeiffer! Ich warte. Harry. Harry, es hat wirklich keinen Sinn, dass wir recht lang um den heißen Brei rumreden. Aber die Schlüssel sind weg. Weg? Ja, mitsamt den schönen Initialien. Und der Muschelknopf auch. Sie meinen verschwunden? Abhanden gekommen? Verbummelt? Verschlampt? Ja, Harry. Ach, jetzt ist schon alles wurscht. Bloß, dass ich mit meiner Erkältung nicht auf dem Weg zur Besserung, sondern auf dem Weg ins Leichenhaus bin. Ja, ich kann doch nichts dafür. Ja, nicht das Geringste. Bist du schlecht aufgelegt, Harry? Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden holen Sie mich jetzt aus meinem warmen Krankenbett, weil Sie so sensationelle Neuigkeiten haben. Ja, und wenn ich dann komme, dann... Ach, ja. Sonntag! Putz der Nasen, Harry! Ja, wart's draußen, Sonntag! Setzen Sie sich, Frau Pfeiffer. Vielleicht haben Sie jetzt wenigstens die Güte, mir wenigstens die Geschichte Ihrer beiden Indizien zu erzählen. Da bin ich wenigstens nicht ganz umsonst der Kumpel. Ja, Harry, ich werde die Geschichte erzählen, gell. Aber ich sag dir, gefallen wird sie dir nicht. Das ist wurscht, wo sind die Sachen? Ja, die Schlüssel, das weiß ich schon, wenn die gehören dem jungen Mann draußen, gell? Ja, und der Knopf? Der Knopf, ja, pass auf. Ich bin da herin im Zimmer. Auf einmal geht das Licht aus, ein Mann kommt herein und klaut ihn mir. Haben Sie den Mann erkannt? Geh, wo es doch dunkel war. Ja, pass heute auf. Frau Pfeiffer. Ja? Beschreiben Sie mir doch einmal den Knopf. Ja, schau, der war ungefähr so groß, gell? In der Mitte mit lauter schillernden Farben, wie bei einer Muschel. Das ist er. Also doch. Du glaubst mir, Harry. Und weißt du, was ich glaub? Der Marschall hat mir den Knopf geklaut. Warum? Der wollte mich immer daran hindern, dass ich ihn dir zeige. Aber Sie haben ihn behalten. Ja, freilich. Aber dann, wie es finster geworden ist, da war ich so auf meinen guten Ruf bedacht, dass ich an den Knopf nicht mehr gedacht hab. Ja, und wo war denn eigentlich der Untermeier in der Zeit, wo das passiert ist? Der war da drin mit dem Fräulein Ficke beim Fischen. Was? Ah, beim Goldfische füttern, ja. Aha. Aber du, es ist blitzschnell gegangen, vielleicht so 50 Sekunden, gell? Untermeier? Ja? Während Sie leichtfertigerweise mit Fräulein Wick im anderen Büro waren, wurde Frau Pfeiffer überfallen. Was haben Sie denn dann gemacht? Ja, ich habe mich gleich ein bisschen umgeschaut. Warum denn bloß ein bisschen? Weil, offen gestanden, ich hab's ja nicht recht geglaubt. Ich hab gemeint, sie hat wieder die drolligen 5 Minuten. Was hab ich meine? Wenn Sie sich erinnern, Sie haben selbst gesagt, dass Frau Pfeiffer nicht besonders zuverlässig ist. Das ist eine Gemeinheit! Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sie eine paranoide Schizophrenie ist, die nicht zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden kann. Mei, was sind denn das für Ausdrücke? Ja, das weiß nur der Untermeier und der Himmel alleinig. Geben Sie mal das Präsidium, Untermeier. Harry, verhaftest du mich jetzt? Noch nicht. Ja, Untermeier, Inspektor Haldemann möchte sprechen. Ja, warten Sie draußen, Untermeier, brauchst du nicht mehr. Ja, Haldemann, der Zug, Karl. Nein, es geht mir noch nicht besser. Da. Du, pass auf, Karl, ist die Leiche von den Innauen schon identifiziert? Aha, ein gewisser Johann Kramer. Und seine Westenknöpfe hatten eine außergewöhnliche Muschelform. Einer hat gefehlt. Du, die Frau Pfeiffer. Die Frau Pfeiffer, die gestern den Mord in der Münchner Straße gemeldet hat. Ja, die hat einen Knopf gefunden. Ja, aber macht er keine Hoffnung. Der Knopf ist weg. Ja. Ja, die Person, die Leiche verlegt hat, hat jetzt auch den Knopf verlegt. Ja. Du, Karl, was hat denn dieser Johann Kramer für eine Blutgruppe? Aha. Ach so? Ja, ich komm gleich mal rüber zu euch, gell? Du, noch was. Ich glaube, die Frau Pfeiffer sollte unter Polizeischutz gestellt werden. Ja, es könnte der Versuch gemacht werden, sie aus dem Weg zu räumen. Ende.
Harry! Ja, wir wollen mir den Aschen wegräumen. Das weiß ich noch nicht, aber ich warte drauf. Dankeschön, Harry. Ja, bitteschön, bitteschön. Du, und was ist dann mit der Blutgruppe? Ja, seine Blutgruppe war AB. Sehr selten. Die Blutgruppe vom Sessel war auch AB. Ja, dann könnte es doch leicht sein, dass ja, es ja, möglicherweise, Frau Pfeiffer. Der Knopf hätte als zusätzlicher Beweis dienen können. Wenn Sie die Sachen immer da lassen würden, wo es hinkören. Das nächste Mal dann, gell, Harry? Ja, hoffentlich, gell. Ja. Frau Pfeiffer. Ja. Die Spurensicherung hat eine einzige zusammenhängende Serie von Fingerabdrücken auf sämtlichen Möbeln und in sämtlichen Möbeln gefunden. Und welche waren das? Ja, dreimal dürfen wir es raten. Ihre. Also, was die Experten als feststellen können, gell? Alles meine. Grüß Gott, Frau Pfeiffer. Ja, grüß Gott, meine Liebe. Ist mein Mann schon heimgegangen? Der ist irgendwohin verschwunden. Ob er heim ist, weiß ich nicht. Komisch. Er hat gesagt, ich soll ihn abholen. Die Polizei ist schon wieder da. Und warum? Schnüffelt rum, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß gar nicht, was da noch zu schnüffeln gibt. Ich hab gedacht, die Geschichte hat sich erledigt. Ich glaube jetzt doch, dass die Leiche ganz wer anders war. Meldet sich niemand. Es schaut beinahe so aus, dass es ein gewisser Johann Kramer war. Kramer? Ja, und den Knopf, den ich hier gefunden habe, der passt genau an seine Weste. Haben Sie jetzt Kramer gesagt? Ja, Frau Marschall, was ist denn mit Ihnen? Sie sind ja ganz blass. Sie brauchen einen Cognac, gell? Um Gottes Willen. Aber Sie wissen's, ich darf nämlich gar nichts sagen, denn ich bin ja die Zeugin Nummer eins. Bitte. Und die Blutgruppe ist die gleiche wie unser Stuhl. Danke. Wirklich nicht. Prost. Aber eigentlich darf ich auch nichts sagen, gell? Und Sie erfahren von mir auch kein Sterbenswörterl. Nein. Frau Pfeiffer. Ja. An dem Abend, als Sie glaubt haben, Sie hätten da herin meinen Mann gefunden, hat sich da irgendjemand nach dem Büro meines Mannes erkundigt? Können Sie sich daran erinnern? Ja, natürlich, freilich. Da ist einer unten im Parterre gestanden und hat den Namensschilder studiert. Oh, der hat gut ausgeschaut. Er war groß, hat blaue Augen gehabt, ein kleiner Schnurrbart. Ja, und hat fast den gleichen Anzug gehabt wie unser Chef. Ja, Sie, wer war denn das? Woher soll ich das wissen? Sie haben doch gerade nach ihm gefragt. Ich meine ja nur, wenn da herin jemand ermordet worden ist, hätten Sie ihn vielleicht vorher gesehen. Hat die Polizei inzwischen einen neuen Verdächtigen? Na, na, und wenn, dann wäre ich die Erste, die das wüsste. Davon bin ich überzeugt. Oh, Frau Marschall. Ich wollte nur meinen Mann abholen. Ja, aber weil Sie gerade da sind, ich hätte Sie gern was gefragt. Bitte? Franz? Sagt Ihnen der Name Johann Kramer was? Nein, Sie könnten nicht. Frau Bitte denken Sie nach. Mein Gott, man trifft so viele Leute. Also haben Sie ein Flüchtigkind. Wenn ich mich recht erinnere, gar nicht. Warum? Er ist tot. Ja, das habe ich gehört. Es ist mir bloß herausgerutscht. Und? Was haben Sie noch alles erzählt? Nix, nix. Du kennst doch meine verschwiegene Art. Frau Pfeiffer, wenn ich will, dass die Öffentlichkeit von meiner Tätigkeit informiert wird, dann wende ich mich am Funk und Fernsehen. Und nicht an Sie, Frau Pfeiffer. Jawohl, Herr Inspektor. Frau Marschall. War Johann Kramer Ihr geheimnisvoller Liebhaber? Das ist ja lächerlich. Sie haben doch bereits zugegeben, einen Liebhaber zu haben. Weigern Sie sich immer noch, seinen Namen zu nennen. Es geht Sie nichts an. Na, das geht die wirklich nichts an. Wenn er ermordet wurde, geht mich alles was an, was ihn irgendwie betrifft. Ich geh schon hin. Hallo?
Wer spricht denn da? Ach, Sie sind's ja, grüß Ihnen Gott. Wie geht's denn? Wer ist es denn? Psst, Stadt, verstehe ja nichts. Hallo, ja, ja, bei uns geht's gut voran und bei Ihnen drinnen, wie geht's da? Ja, wer ist es denn? Ein Kriminaler. Ja, da. Ja. Ja, Haldemann. Ja. Ja. Ja, gut, Karl. Die Beschreibung des Mannes. Moment einmal. Ja. Moment. Dunkler Anzug, rote Krawatte, dunkle Haare, circa 45 Jahre. Die Schießer! Ruhe! Nein, nicht du, Karl. Nein. Blaue Augen. Blaue Augen. Kleiner Schnurrbart. Kleiner Schnurrbart. 1,80 groß. 1,80 groß. Ohne Hut. Ohne Hut. Kinnissen, haben Sie geraten oder können Sie Gedanken lesen? Hä? Raus damit. Der war doch da in der Mordnacht. Okay. Und warum haben Sie das nicht schon früher gesagt? Geh, du lass mich doch nie zu Wort kommen. Hat der Mann mit Ihnen was geredet? Ja, ja. Er ist unten gestanden und hat mich gefragt, ob ich wüsste, wo das Büro von unserem Chef ist, vom Marschall. Ich hab gesagt, es ist ganz oben, aber er könnte sich den Weg ersparen, weil niemand mehr da ist. Wann war denn das? Ja, so um 8. Und wie Sie ihm gesagt haben, dass niemand mehr da ist, was hat Ihnen dann der Mann geantwortet? Dankeschön. Gnädige Frau. Und dann? Ist er aufgefahren. Wo er ausgestiegen ist, weiß ich allerdings nicht. Haben Sie auch wieder zurückkommen sehen? Mei, alles kann ja nicht sein. Frau Marschall, ich glaube, es wäre an der Zeit, meine Frage zu beantworten. War Johann Kramer Ihr geheimnisvoller Liebhaber? Ja. War das der Mann, mit dem Sie sich heimlich getroffen haben? Ja. Danke. Aber von seinem Tod habe ich nichts gewusst. Ich habe nicht die leiseste Ahnung gehabt. Sie verdächtigen doch nicht hoffentlich mich. Na, aber Ihren Mann verdächtigt er. Herr Inspektor. Oh, grüß Gott, Herr Marschall. Gut, dass Sie kommen. Wir haben jetzt doch eine Leiche. Was sagen Sie? Ja, sie wurde in den Innenauen gefunden. Tja, und was habe ich damit zu tun? Sein Name ist Johann Kramer. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Johann Kramer? Nicht, dass ich wüsste. Wir werden ja dann schon draufheifen, gell? Frau Pfeiffer! Herr Marschall, Johann Kramer war der Liebhaber Ihrer Frau. Richard, du hast gewusst, dass es da jemand gegeben hat, gell? Allerdings. Es war nicht Westerwald, es war Johann Kramer. Es wäre alles nicht passiert, wenn du ein bisschen mehr Zeit gehabt hättest für mich. Auf diese Offenbarung hin mache ich jetzt einen guten Kaffee. Ja, endlich kommt einmal eine gute Idee von Ihnen. Wenn wir lang nur warten, kommt vielleicht von dir auch eine, gell? Herr Marschall, in der Nacht, als Johann Kramer getötet wurde, blieben Sie länger im Büro als gewöhnlich. Mein Gott, das machen tausend andere Geschäftsleute auch. War Johann Kramer bei Ihnen? Ich habe den Mann nie gesehen. Um 20.15 Uhr hatten Sie laut Fräulein Blümchen eine Verabredung mit einem Geschäftsfreund. Ja, das stimmt. Und haben Sie die Verabredung eingehalten? Natürlich. Ja, das heißt, ich schon, aber er nicht. Ah, der Mann ist nicht erschienen? Nein. Wissen Sie, warum nicht? Keine Ahnung. Tja, er hat mir einen Brief an meine Privatadresse geschrieben, in dem er mich gebeten hat, ihn an diesem Abend zu treffen. Hier in diesem Büro? Nein, unten im Haus ist ein Lokal und dort hat er auf mich warten wollen. Und woran hätten Sie ihn erkennen sollen? Tja, er hat geschrieben, er würde mich ansprechen. Also haben Sie seine Adresse? Nein, der Brief war anonym. Ja, demnach handelt es sich nicht um einen Geschäftsfreund. Aber nein. Er wollte mir den Namen deines Liebhabers verraten. Ja, wahrscheinlich hätte er Geld gefordert. Ja, ja, eine Erpressung. Wahrscheinlich. Tja, aber er ist ja nicht gekommen. Das ist alles. Das ist alles? Ja. Ja, hier ist der Erpresserbrief. Mit der Schreibmaschine geschrieben.
Naja, vielleicht, dass man keine Nachforschungen anstellen kann. Herr Marschall, der Brief wurde auf dieser Maschine geschrieben. Wollen Sie damit sagen, dass es einer von meinen Angestellten war? Entweder das oder Sie selber. Harry, darf ich an Herrn Marschall was fragen? Nein. Danke. Also, Sie bleiben also dabei, dass Sie noch nie was von einem Johann Grammer gehört haben. Selbstverständlich. Dann möchte ich Ihnen bloß sagen, dass Sie da auf dem Block lauter kleine Mandel gezeichnet haben, unten mit dem Buchstaben JC. Johann Grammer! Das ist eine reine Erfindung. Von wegen. Ich hab Beweise. Ja, was suchen Sie denn, Frau Pfeiffer? Schon gefunden. Bitte schön. Und jetzt hole ich einen Kaffee. Tatsächlich. Also schön. Ich gebe zu, dass ich von ihm gewusst habe. Aber erst seit gestern Nacht. Ja, als ich den Erpresser nicht angetroffen habe, bin ich wieder ins Büro zurück und habe auf meinem Schreibtisch einen Zettel gefunden, auf dem stand, der Mann heißt Johann Grammer. Kann ich diesen Zettel einmal sehen? Den habe ich nicht mehr. Okay. Ist ein bisschen merkwürdig, Herr Marschall. Herr Inspektor, Sie werden doch nicht glauben, dass ich den Grammer umgebracht habe. Lebend habe ich den Mann nie gesehen. Nie lebend? Dann also als Toten. So, da ist jetzt der Kaffee. Zugesperrt. Macht nix, macht nix. Schau, eine Leiche haben wir jetzt. Fragt sich nur noch, wer der Mörder ist. Gell, Harry? Verbracht. Sie hat die Leiche von Johann Grammer identifiziert. Aha, und was haben wir rausgefunden? Er war es, ganz bestimmt. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie diesen Grammer gekannt haben. Frau Pfeiffer hat bestätigt, dass die Leiche der Mann war, der in der fraglichen Nacht hier im Haus gewesen ist. Einen Moment einmal. Untermeier, schauen Sie mal mit raus. Der hat gut ausgeschaut. Ohne der Narbe im Gesicht sogar sehr gut. Mit was für einer Narbe? Ja, so wie der John Wayne beim letzten Ritt, so quer über die Wange, so. Das klingt aber sehr stark nach Fantasterei. Gibt es denn gar keine Neuigkeit von unserem Chef? Ja, bis jetzt noch nicht. Und halten Sie ihn persönlich für den Mörder? Fräulein Blümchen, ich bin doch nicht da, um meine persönliche Meinung zu äußern. Aber ich sag meine persönliche Meinung. Ja, das habe ich befürchtet. Und wissen Sie auch schon, wer es war? Das darf dich interessieren, gell? Sie können sich nicht vorstellen, wie. Man muss aber noch ein kleines bisschen warten. Frau Pfeiffer, machen Sie es doch nicht gar so spannend. Also in diesem Punkt muss ich dem Fräulein Reinhardt schon recht geben. Frau Marschall ist da. Ja, bitte. Haben Sie irgendetwas von meinem Mann gehört? Ja, da müssen wir noch ein kleines bisschen warten. Wie soll ich das verstehen? Bitte nehmen Sie mal Platz, Frau Marschall. Bitte. Bitte. Ja, wir wollen jetzt einmal versuchen, Klarheit in diese mysteriöse Angelegenheit zu bringen. Von mir kriegst du jede Hilfe. Danke. Also, eine Leiche verschwindet, kommt aber dann wieder zurück, und zwar lebend. Dann verschwindet ein Knopf und dann der Chef zum zweiten Mal. Zum Schluss stellt sich heraus, dass der Buchhalter der Firma
der verreist gewesen sein soll und in dessen Büro die Leiche zuerst gesehen wurde, die ganze Zeit eben in der Stadt war. Warum hat er das niemand gesagt? Ja, es hat niemand gewusst. Also bitte, ich jedenfalls nicht. Ich hab's vorhin auch zum ersten Mal gehört. Ich hab's gewusst. Ah, es wäre nett gewesen, Frau Pfeiffer, mich ins Vertrauen zu ziehen. Ich darf ja bei dir nur immer Ja oder Nein sagen. Es ist Ihre Pflicht. Es ist jedermanns Pflicht, mir alle Details mitzuteilen. Wenn ich den Mund aufmache, dann schneidest du mir das Wort ab. Ja, weil Sie reden wie ein Buch, wenn Sie schweigen sollen, und verschwiegen sind wie ein Grab, wenn Sie reden sollen. Also, der Buchhalter jedenfalls, der hat niemand umgebracht. Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie tät. Gell, ja. Sie bringen mich noch um? Oh. Also, woher haben Sie gewusst, dass der Buchhalter zur Zeit des Mordes in der Stadt war? Er hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich wüsste, wo sein goldener Füllhalter ist. Ja, das hätten Sie mir doch sagen müssen. Hättest du gewusst, wo dem sein goldener Füller ist? Fräulein Blümchen, haben Sie auch gewusst, dass der Buchhalter da war? Ja, aber ich habe nicht gedacht, dass das wichtig ist. Wie ist es denn mit Ihnen, Fräulein Reinhardt? Die Ficke kann niemals in einen männlichen Mordfall verwickelt werden, weil sie zu sehr an den Männern hängt, um einen davon umzubringen. Ich habe Fräulein Reinhardt gefragt. So unrecht hat Frau Pfeiffer gar nicht. Und wie ist es denn mit Ihnen, Herr Westerwald? Ja, Fräulein Blümchen hat es mir heute Morgen gesagt. Aber wenn Herr Marschall tatsächlich tot wäre, dann wären wir alle verdächtig. Aber so hat der Buchhalter mit dem Mord nicht mehr zu tun, wie zum Beispiel Sie, Herr Inspektor. Sie vergessen den toten Johann Kramer, Herr Westerwald. Oh, Entschuldigung. Ja, was ich mich frage ist, wusste Richard Marschall, dass der Buchhalter zurückgekommen war? Willst du meine Meinung hören? Nein, ich will deine Meinung nicht hören. Na gut, dann brauche ich mich weiter gar nicht anstrengen mehr. Ich lege eine Frage vor, auf die ich selber keine Antwort weiß. Und erwarte, dass auch niemand anderer eine Lösung hat. Aber ich werde Ihnen trotzdem sagen, was meiner Meinung nach passiert ist. In der Hoffnung, dass sich durch meine Worte jemand an etwas erinnert, was mit der Tat zusammenhängt. Oder nicht zusammenhängt. Oder nicht zusammenhängt. Nehmen wir mal an, Richard Marschall wusste, dass Johann Kramer der Liebhaber seiner Frau war. Nehmen wir weiter an, dass er ihn treffen wollte, im Buchhalterbüro, am Abend, allein. Gut. Sie treffen sich, sie streiten sich. Und in der Wut tötet er ihn. Was musste Richard Marschall tun? Natürlich die Leiche verstecken. Sein Auto war bereits hinter dem Haus geparkt, denn er konnte die Leiche ja nicht über die Haupttreppe runtertragen, ohne gesehen zu werden. Sein einziger Ausweg blieb also der Notausgang hier über die Feuertreppe. Aber er wurde vorher von Frau Pfeiffer im Buchhalterbüro überrascht. Er hörte sie kommen und versteckte sich. Wo? Naja, hinterm Vorhang. Im Buchhalterbüro ist kein Vorhang. Dann unter dem Schreibtisch. Da ist nur einer und da kann man durchsehen. Ja, dann halt im Schrank. Keiner da. Dann eben hinter der verdammten Tür. Unterbrechen Sie mich nicht dauernd. Wo war ich stehen? Hinter der verdammten Tür. Während Marschall sich versteckte, kam Frau Pfeiffer ins Buchhalterbüro, sah die Leiche und lief in panischer Angst davon. Er überlegte nun fieberhaft, was er tun könnte. Und schleppte die Leiche schließlich da herein und verließ über die Feuertreppe mit der Leiche das Haus, erfuhr sie in die Innenauen, wo sie dann eben auch gefunden wurde. Na, Frau Marschall, klingt das vernünftig? Sie vergessen eins. Frau Pfeiffer hat gesagt, dass der Tote mein Mann war und nicht Johann Kramer. Ja, da muss sie sich eben geirrt haben. Frau Pfeiffer kam schneller zurück, als Herr Marschall glaubte, und zwar hier herein. Was also musste er tun? Fragst du mich? Nein, ich frag Sie nicht! Nehmen wir mal an, er hatte die Leiche von Johann Kramer bereits ins Auto geschafft. Aber irgendetwas vergessen, die Mordwaffe vielleicht. Ja, während er sie hier oben holen will, hört er Frau Pfeiffer kommen und legt sich anstelle der Leiche über den Sessel. Und haut sie selber dann durch den Rücken rein. Das haben bloß Sie gesehen, Frau Pfeiffer. Weiter. Nachdem Frau Pfeiffer die Polizei angerufen hatte und das Büro verließ, entfernte er sich ebenfalls. Na, sind Sie jetzt zufrieden? Na, ich bin nicht zufrieden. Ja, natürlich. Ja, Sie müssen mir auf alle Fälle zufriedenstellen. Also bitte, Frau Pfeiffer,
Wenn ich Ihre Aussagen falsch verstanden haben sollte, dann bin ich jetzt gerne bereit, zuzuhören. Wann, wo und wie? Okay, weil doch alles ganz anders war. Sind Sie ins Buchhaltebüro gegangen, ja oder nein? Ja, schon. Sahen Sie dort den anscheinend toten Marschall, ja oder nein? Ja, ja, auch. Danke, danke. Sehen Sie, Frau Marschall, als Ihr Mann die Konsequenzen ziehen musste, zog er es vor, zu fliehen. Warum? Weil alles ganz anders war. Jetzt schweigen Sie mal, Frau Pfeiffer. Nein, ich schweige nicht. Meinetwegen kannst du mich verhaften. Aber ich schaue nicht zu, wenn ein Unschuldiger eingesperrt wird. Schauen Sie, Inspektor, schließlich ist sie die Kronzeugin. Kronzeugin? Jetzt hören Sie es doch wenigstens an, bitte. Harry, du warst als kleiner Bursch ein Dickschädel. Aber jetzt hast du ein Brett vorm Hirn. Also, hör in Gottes Namen, dann erzählen Sie uns die Geschichte, Frau Pfeiffer. Sie gestatten? Bitte? Danke. Also, passt auf. Der Chef hat gedacht, gell, dass sich zwischen Ihnen beiden ein bisschen was abspielt. Und hat natürlich dem Westerwald das nicht geglaubt, wie der das abgestritten hat. An dem fraglichen Abend ist dann dieser Geschäftsfreund, sprich Erpresser, ins Lokal gekommen. Er ist aber nicht gekommen, sondern hat einen Zettel hinterlassen, auf dem stand, sein Name ist Johann Kramer. Ja, das wisst man doch. Ich weiß, dass wir das wissen. Aber das wisst ihr noch nicht, dass noch was auf dem Zettel stand. Und zwar, er ist jetzt im Buchhalterbüro. Ja, woher wissen Sie denn das? Ja, wer unterbricht mich denn jetzt dauernd, ha? Der Chef hat sich natürlich nicht ausgekannt und ist sofort ins Buchhalterbüro gegangen. Und was sieht er da? Eine Leiche. Auwe, denkt er sich, jetzt sitzt sie sauber drin in der Klemme. Denn er war doch nun der Hauptverdächtige. In dem Moment komm ich rauf zum Putzen. Er versteckt sich hinter der Tür. Ich sehe die Leiche und saus sofort runter zu meinem Freddy. Inzwischen schleppt der Chef die Leiche da rein in sein Büro. Ich komm wieder rauf zum Telefonieren. Der Chef, der schmeißt die Leiche da in den Sessel rein in seiner Panik. Daher das Blut. Und versteckt sich hinterm Vorhang. Ich sehe die Leiche. Und weil es denselben Anzug hat als mir unser Chef, meine ich, es ist unser Chef. Und der ist tot. Nach dem Telefonieren saus ich sofort wieder runter zu meinem Freddy. Inzwischen schleppt der Chef die Leiche über die Feuertreppe in sein Auto. Und dann ab in die Innenauen. So ist er sie los, meint er. Ja, weil er doch ganz unschuldig ist. Einen Moment, Frau Pfeiffer. So viel haben Sie ein ganzes Leben noch nicht zusammen kombiniert. Selbst wenn man alle lichten Momente zusammenzählt. Und der Meier, Frau Pfeiffer, Sie sind exakt informiert worden. Und zwar von Herrn Marschall persönlich. Sonst hätten Sie uns das alles gar nicht so ausführlich schildern können. Ja? Und der Meier, gehen Sie runter in Frau Pfeiffers Wohnung, da werden Sie Richard Marschall vorfinden. Bringen Sie unverzüglich rauf. Ich hab gar nicht gewusst, dass der da drunten ist. Ja, ich auch nicht, aber unsere Papierkorb-Spezialistin scheinbar schon. Also los, wenn Sie ihn rauf. Bin schon unterwegs. Ja, Frau Pfeiffer, jetzt bin ich ganz ohr. Also, wieso haben Sie ihn versteckt? Schau, wie der Marschall gestern die Zirkusnummer mit dem Tablett abgeliefert hat, da ist er sofort runter zu meinem Freddy. Und wie ich dann später dazukomme, ja, da bleibt mir fast die Spucke weg. Sitzen die zwei in meiner Küche, trinken ein Bier und qualmen mir die Bude voll. Und dann hat er mir alles genau so erzählt, wie es ich dir gerade gesagt hab. Harry, der hat niemand umgebracht. Ich bleib bei den Tatsachen und verlange Beweise. Richard Marschall hat kein Alibi, das beweisen könnte, dass er am Tod von Johann Kramer unschuldig ist. Du, er muss ja nicht beweisen, dass er es nicht war. Du musst beweisen, dass er es war. Ja, ich kenn mich aus in die Gesetze. Du kannst aber nicht beweisen, dass er es war. Und ich weiß, dass er es nicht war. So ist es. Herr Marschall, Herr Haldemann. Ja, herzlich willkommen, Herr Marschall. Richard, Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Tja, es war wohl eine Dummheit von mir, bei Frau Pfeiffer unterzutauchen. Ja, allerdings, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Ja, ich hoffe nur, dass Frau Pfeiffer nicht darunter leiden muss. Sie war sehr nett zu mir. War mir fast ein Vergnügen. Ja, Frau Pfeiffer kennt sich aus in den Gesetzen. Das hat sie uns gerade erklärt. Na, Frau Pfeiffer, was gibt's denn bei einer Beihilfe zur Flucht, bei Mordverdacht? Der kann's nicht erwarten, bis ich eingelocht wär. Ja, stehe ich unter Arrest? Herr Marschall, ich muss Sie bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Ich habe noch einige Fragen an Sie.
Verhaftet sind Sie nicht. Noch nicht. Richard, verzeih mir bitte, ich bin an allem schuld. Aber nein, es war genauso meine Schuld. Tut mir leid. Tja, wollen wir gehen? Ja, aber schauen wir uns doch zuerst einmal die anderen Büros noch mal an. Ich möchte, dass Sie mir zeigen, was Ihrer Version noch passiert ist, gell? Frau Pfeiffer? Ja? Sie sollten auch mitkommen. Ja, aber gern, gern. Aber ich möchte nicht im Geringsten in diesem Fall verwickelt werden. Ja, und was soll denn jetzt werden? Keine Ahnung. Sagen Sie, der Inspektor glaubt, dass unser Chef schuldig ist, nicht wahr? Kein Kommentar. Ach, kein Kommentar. Ich möchte nur wissen, wer den Herrn Marschall da herbestellt hat. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich glaube, ich gehe ins Kino. Ins Kino? Sagen Sie, haben Sie eigentlich gar nicht frei, Herr Untermeier? Doch, heute Abend. Ja, prima. Ich gehe ins Royal. Letzte Vorstellung. Ciao. 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 Also, diese ganze Geschichte hat wohl die Marschalls zusammengebracht. Oder was meinen Sie, Herr Westerwald? Hm? Kein Kommentar. Ach, kein Kommentar. Ich werde doch wahnsinnig. Offensichtlich werde ich hier wohl nicht mehr gebraucht. Das fürchte ich auch. Wieder schauen. Wo sind Sie heute Abend? Kein Kommentar. Ja, ich werde dann die Telefonate erledigen. Sie entschuldigen mich, ja. Also langsam kommt's mir so vor, als ob das Ganze ein ausgezeichnet vorbereiteter Plan wäre. Ja, und wie stellen Sie sich den Plan vor? Ja, ich bin scheinbar jemand im Weg. Jemand, der weiß, dass meine Frau mit Kramer bekannt war. Ja, und dass ich sehr eifersüchtig bin. Wenn man nun Kramer ermordet in meinem Büro findet, bin ich doch sofort verdächtig. Naja, es kommt alles auf Ihr Alibi an, Herr Marschall. Das ist absichtlich so aufgezogen worden, dass ich keins hab. So reden's alle. Ich fürchte, müssen Sie einer schon was Besseres einfallen lassen. Inspektor, wenn Sie mir nicht glauben, dann ist der Plan des Mörders gelungen. Ich würde Ihnen ja gerne glauben, wenn Sie irgendetwas beweisen könnten. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich es nicht kann. Aber ich kann... Frau Pfeiffer, was haben Sie jetzt gesagt? Ich kann beweisen, dass er die Wahrheit sagt. Herr Bütchen, dann reden's doch. Ich habe jemand ganz dringend im Verdacht. Wen? Unserem Freund, Herrn Westerwald. Herrn Westerwald? Psst! Wo steht der denn? Ah, der telefoniert. Was hätte denn der Westerwald gegen den Kramer haben sollen? Das weiß ich nicht. Ja, warum sollte der Westerwald ausgerechnet Herrn Marschall in Verdacht bringen wollen? Das weiß ich auch noch nicht. Ja, was wissen Sie dann überhaupt? Ich weiß nur, dass es so ist. Ich habe ihn beobachtet. Beobachtet? Ja, aber vielleicht findet die Frau Pfeiffer wirklich einen Beweis. Geben Sie uns heute die Chance, Herr Inspektor. Bitte. Also gut, ich gebe euch 10 Minuten. Untermeier, in 10 Minuten verlassen wir dieses Haus. Der Marschall wird uns aufs Revier begleiten. Ja. Harry, ich will jetzt haben, dass du bei mir bleibst und die 2 Männer gehen, gell? Warum? Ja, das erkläre ich dir, wenn wir allein sind. Also, sie tun jetzt so, als wie wenn sie aufs Revier fahren, dann fahren aber nicht, kommen leise zurück und stellen sie sich vor die Tür. Harry, komm, jetzt fangen wir an. Ja, ja, ja. Also, Untermeier, haben Sie nicht gehört, was unser Feldwebel angeschafft hat? Also, los. Ja, sollen wir draußen auf... Leise. Sollen wir draußen auf Sie warten? Ja, natürlich. Herr Marschall, kommen Sie mit. Herr Untermeier, lauter. Ach so. Herr Marschall, kommen Sie mit. Wir fahren aufs Revier. Der Wagen wartet unten. Harry, ich werde jetzt den Westerwald hereinrufen und werde ihn fragen, warum er den Kramer getötet hat. Also auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Aber ich schon, ja. Ja, die Sache hat bloß einen Haken. Was denn für einen? Ja, er wird's Ihnen nicht sagen. Oh, der wird's mir sagen. Ja? Wir spitzen. Da bin ich aber jetzt neugierig. Na, Harry, du darfst da herin jetzt nicht so bequem sitzen bleiben. Hm? Wenn der dich so sieht, dann ist er verschwiegen wie ein Grab. Ja, soll ich am Gang draußen warten? Nein, 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 nein. Pass auf, nein.
Du stehst am Balkon nass. Nein. Doch, doch. Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich mich mit meinem Katar und mit meiner Erkältung auf dem Balkon in die Ketten dann aussteige. Harry, du hast versprochen, mir zu helfen. Aber nicht versprochen, dass ich mich da draußen einfrieren lasse. Harry, komm. Ich lasse ja die Balkontür einen Spalt auf, gell? Du kannst dann alles beobachten. Oh. Harry! Beeilen Sie sich, gell, Frau Pfeiffer. Herr Westerwald. Was gibt's, Frau Pfeiffer? Haben Sie schon gehört? Ihr Chef ist verhaftet worden. Ist leider nicht mehr zu verhindern, nicht? Herr Westerwald, hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Aber Frau Pfeiffer, für Sie doch immer. Herr Westerwald, vor ein paar Tagen, da wären Sie noch der Letzte gewesen, den ich verdächtigt hätte. Oh, ist aber nett von Ihnen, Frau Pfeiffer. Aber jetzt sind da so ein paar Sachen passiert, wo ich angefangen habe, mich zu wundern. So, so. Worüber wundern Sie sich denn, Frau Pfeiffer? Hm? Herr Westerwald, ich kann Sie so gut leiden, dass ich das, was ich weiß, niemals der Polizei sagen würde. Das ist aber nett von Ihnen, ja. Und was wissen Sie denn, Frau Pfeiffer? Ja, dass dieser Kramer unten nicht nach Herrn Marschall gefragt hat, sondern nach Ihnen, Herr Westerwald. Nach mir? Unmöglich. Doch, doch. Und trotzdem haben Sie behauptet, dass Sie den Kramer noch nie gesehen hätten. Habe ich auch nicht. Schauen Sie, wie ich Ihnen gesagt habe, dass der Kramer eine Narbe im Gesicht hat. Da haben Sie ganz verwundert reingeschaut und haben gesagt, das wären alles nur so Phantastereien. So? Ja, da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Ja, das macht nichts. Dafür du mich für uns zwei erinnern, gell? Schauen Sie, wenn Sie noch nie den Kramer gesehen hätten, dann wären Sie doch gar nicht verwundert gewesen, ob er eine Narbe gehabt hat oder nicht. Und er hatte keine gehabt. Das wussten Sie genauso gut wie ich. Ja, und der Zettel mit der Nachricht, Kramer ist jetzt im Buchhalterbüro, ja, der war wohl mit Druckbuchstaben, aber mit Ihrem grünen Tintenkuli geschrieben. Sehr unvorsichtig von Ihnen. Sie sind halt kein Profi, gell? Da haben Sie recht, Frau Pfeiffer. Jesus. Jesus. Herr Westerwald, ja, was machen Sie denn da? Haben Sie Angst, es könnte jemand kommen, der uns stört? So ist es, Frau Pfeiffer. Herr Westerwald, Sie haben einen Menschen umgebracht und unseren Chef zum Mörder gestempelt. Sehr richtig, Frau Pfeiffer. Sie, warum haben Sie denn das gemacht? Das war aber nicht schön von Ihnen, gell? Sie müssen doch einen Grund dazu gehabt haben. Ich habe einen Grund gehabt. Einen sehr guten Grund sogar. Ihnen kann ich es ja ruhig sagen. Ach, ist das schön, wenn man sich jemandem anvertrauen kann, der es niemand mehr weitersagen kann. Aber Frau Pfeiffer, wollen Sie sich nicht setzen? Ne? Nein, ich bleib lieber stehen. Ich möchte, dass Sie sitzen. Schauen Sie, Frau Pfeiffer, mit einem Schlag bin ich die zwei Männer los, die ich am meisten gehasst habe. Kramer und Marschall. Wissen Sie, ich habe schon immer die Susanne Marschall haben wollen. Und jetzt, nachdem der Kramer tot ist, habe ich keinen Gegner mehr. Ein Marschall wird mit Sicherheit längere Zeit eingebuchtet. Und ich übernehme nicht nur seine Frau, sondern auch seine Firma. Und mich auch? Sie, Frau Pfeiffer, übernimmt keiner mehr. Ich finde, ich habe das ziemlich schlau gemacht. Einen Brief an Kramer, dass er sich hier einfinden soll. Er kommt. Und wer Marschall unten im Lokal war... Ah, der Erpresserbrief, der Marschall ins Lokal bestellt hat. Auch meine Idee. Alles schön und gut. Sie allein mit Kramer im Buchhalterbüro, unser Chef drunten im Lokal. Das war für Sie der Augenblick der Tat. Der Tat! Ich habe eigentlich gegen den Kramer nichts gehabt, aber... Irgendwie habe ich ihn ja loswerden müssen. Tja, Frau Pfeiffer, so leid es mir tut. Gegen Sie habe ich eigentlich auch nichts, aber auch Sie muss ich jetzt irgendwie loswerden. Ah, Herr Westerwald, warten Sie ein bisschen. Der Inspektor ist am Balkon draus, der hat alles mit angehört. Frau Pfeiffer, Sie blöffen. Nichts bluff! Ich habe Beweise!
verletzt? Nein, noch nicht ganz. Wo ist denn der Inspektor? Wo ist der Inspektor? Der ist am Balkon raus. Wo ist denn der Griff? Da, am Schreibtisch liegt er. Ja, warum hast du ihn nicht eher reingeholt? Mir ist doch die Klinken abgerissen. Ja, sehr witzig. Du bist zu gut. Ich wäre halb umgebracht und du schaust dir einen Sternenhimmel an. Ein Sternenhimmel? Ich wäre bald halb eingefroren da draußen. Robert Westerwald, ich verhafte Sie wegen Mordes an Johann Kramer. Alles, was Sie jetzt sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Wahnsinnige Worte, ich gebe auf. Wenn Sie ein Geständnis ablegen. Wenn es Ihnen Spaß macht, gern, ja. Ab mit ihm jetzt, komm. Herr Pfeiffer, tut mir leid. Dass es nicht geklappt hat, gell? Nein. Dass ich die Gurken jetzt schon früher abgetraut hab. Sie haben jetzt Mist fixiert. Frau Pfeiffer, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ja, Sie können mich ja zum Subdirektor machen. Ich wüsste nicht, was ich lieber tät. Nein, ich bleib schon das, was ich bin. Danke. Auf Ihr Wohl, Frau Pfeiffer. Danke. Ja, Herr Marschall, wollen Sie nicht gleich Ihre Frau anrufen? Die macht sich bestimmt große Sorgen. Ja, lassen Sie mich denn gehen. Freilich! Wir wissen doch, wo wir sie finden, gell? Ja, danke, Frau Pfeiffer. Ja. Herr Marschall, ja. Eine Frage noch. Den Knopf, den haben doch Sie. Ja, den habe ich. Den gib's am besten mir. Geil, den haben Sie mir gestohlen. Tut mir leid, Frau Pfeiffer. Aber ich war, weiß Gott, in einer Notlage. Ja, ich schon auch. Ja. Wissen Sie was? Nachdem Sie durchaus nicht Subdirektor werden wollen, mache ich Sie zu meinem stillen Teilhaber. Gehört. Er macht mich zum stillen Teilhaber. Still? Das schafft er nie. Thank you.